Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind mal, wie ihr seht, da unten ist das Dorf Neu-Minibrunn. Wir sind in den Alpen und es ist wieder mal Winter hier. Februar. Ich habe einigermaßen ja ein bisschen vorgearbeitet und wir sehen hier die Winterlandschaft. Wir sehen die Windräder, da oben ein Flugzeug und unser Wild. Die Rehe, die hier unterwegs sind. So. Ja, warum stehe ich jetzt hier oben? Das hat eigentlich folgenden Grund. Und zwar habe ich mir ja überlegt, beziehungsweise ich bin mir ja ein bisschen unsicher, was unsere Forstwirtschaft angeht, unsere Fichten, unsere Bäume, weil ich überhaupt nicht wusste, wie groß werden die Teile, wann sind die interessant zu ernten. Und deswegen bin ich mal hier in den, schnell hier über die Straße rüber. Deswegen bin ich hier mal in den Wald gegangen und habe mir das Ganze mal ein bisschen angeschaut. Jetzt schauen wir mal hier. Ist das eine Fichte? Das ist eine Fichte und die hat 25,5 Meter. Das ist keine Fichte. Das ist eine Fichte 21,3 und dann haben wir hier nochmal 25,5. Aber das Spannende ist eigentlich eher hier. Die Dinger werden also bis zu 35,8 Meter groß. 35,8, okay. So, und das bedeutet, wenn wir jetzt mal rüberspringen zu unserem, ja, Forstgebiet an diese Stelle hier. So, zack. Und wir schauen mal, was unsere Fichten hier machen, die wir ja angepflanzt haben. Da sind wir jetzt bei 25,5. Also, das heißt, ich möchte euch ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen. Wir sehen es ja rechts oben. 669.000 haben wir jetzt. Ich habe die Silage verkauft, Milch verkauft, ich habe Getreide verkauft, ich habe Soja verkauft, ich habe Honig verkauft, Eier verkauft und Hackschnitzel, die wir noch hatten. Also ich habe so ziemlich jetzt alles verkauft, was sozusagen zu verkaufen ist. Habe aber noch ein bisschen was übrig gelassen, weil wir brauchen ja ein bisschen was für unsere Schweinchen zum Füttern. Also ein bisschen ist noch da. Aber ansonsten sind wir relativ leer. Da haben wir schon wieder ein bisschen Milch vom letzten Monat. Und das heißt, wir haben jetzt 669.000. Wir könnten jetzt natürlich hier anfangen, die Bäume hier zu ernten. Und zwar sozusagen bei der Hälfte, beziehungsweise ja, 25, aber da gibt es wohl noch eine Wachstumsstufe. Wir werden nochmal deutlich größer. Und ich denke, wir haben jetzt keinen Druck. Auch wenn es natürlich so ist, dass wenn wir natürlich in die Preise gucken für Hackschnitzel, die Hackschnitzel sich natürlich am besten im Winter verkaufen, ganz, ganz klar. Und natürlich im Sommer, Mai, Juni, das nicht viel bringt. Aber wie gesagt, wir haben keinen Druck. Wir können auch mit Sicherheit noch auf das nächste Jahr warten, können in aller Ruhe vielleicht dann im Sommer, wann auch immer dann die Bäume hier soweit sind, entsprechend ernten und die Hackschnitzel produzieren. Aber ich habe jetzt noch folgendes Thema und das zeige ich euch jetzt nochmal hier, wenn wir auf die Karte gehen. Denn ihr erinnert euch, ich habe ja so immer ein bisschen das Thema mit den Umweltbewertungen und ich denke mir die ganze Zeit, wir haben doch hier relativ gute Werte jetzt mittlerweile und trotzdem kommen wir jetzt in Summe nur auf 78. Ja, und die ganze Zeit gucke ich hierher und ich denke mir, das müsste doch eigentlich etwas besser sein. Ich verstehe es nicht. Ja, logisch. Das Feld gehört uns ja auch und das, da kommen wir natürlich nicht auf einen besonders guten Wert, weil es ist natürlich ein Baumfeld und ihr seht es ja, wir müssten das eigentlich, also wir haben es nicht gedüngt, wir haben natürlich auch keine Bodenproben genommen und nichts. Und insofern ist das natürlich ein Wert, der mir jetzt voll hier im Prinzip in die Suppe spuckt. Also soll heißen, wir müssen uns ein bisschen Gedanken machen, ob wir hier bei der ganzen Sache bleiben mit diesem Feld. Ich bin eher am Überlegen und hier wieder der weitere Gedanke, dass wir doch tatsächlich dann eventuell dieses Gelände hier tatsächlich zu einem Feld machen. Das heißt also wirklich pflügen, ein Feld anlegen und dann hier wirklich eine Wiese machen. Und da haben wir dann wirklich die Gelegenheit, weil man sieht es ja, es ist dann hier schon ganz schön bergig und ganz schön wellig. Also hier müssen wir dann schon richtig arbeiten und dann könnten wir hier doch tatsächlich hier mit dem Paket, lasst uns mal kurz hier reinschauen, und zwar hier mit diesem Paket hier arbeiten, wo wir dann tatsächlich mal hier richtig mit diesen Geräten hier arbeiten könnten, so richtig am Berg. Denn auf der einen Seite haben wir ja da unten
unsere Schafe, die ja Gras brauchen, also wir würden dann hier wirklich ein reines Grasfeld machen und dann hier bearbeiten. Und dann können wir natürlich auch den Bodenwert nach oben bringen. Dann hätten wir hier Gras für unsere Schafe. Und dann bin ich echt am Überlegen, ob wir hier oben dann noch irgendwas machen. Vielleicht auch hier nochmal mit Kühen oder... Naja, ich weiß es noch nicht so richtig. Also Optionen sind da. Und da dürft ihr mir vielleicht gerne auch den ein oder anderen Tipp geben, wie ihr das seht. Ansonsten würde ich nämlich eventuell hier dann zumindest an dem Hang hier vielleicht aus dem Thema Forstwirtschaft aussteigen, wenn wir das abgeerntet haben und das Feld wieder verkaufen, damit wir natürlich die Bodenbewertung bzw. die Umweltbewertung nach oben treiben, um dann den Verkauf natürlich besser bewertet zu bekommen. Ja, also das, wie gesagt, sind so ein bisschen meine Gedanken gewesen, während ich hier in den letzten Monaten unterwegs war und verkauft habe, die Felder soweit fertig gemacht habe und natürlich unsere Tierchen gefüttert, auch das war notwendig. Die Kühe sind auch schon ein bisschen, ja, low gelaufen, was das Futter anging, genauso wie auch die Hühner. So, ja, was ich hier auch noch gebastelt habe, das hat mich jetzt auch irgendwie so ein bisschen interessiert, weil ich meine, wir werfen jetzt hier Stroh rein zu den Schafen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das Stroh hier tatsächlich abnimmt. 676, man müsste sich das mal merken, also etwas mehr als 11.000. Und wir haben ja hier Stroh eingeworfen und ich weiß ja nicht, was damit passiert. Also wir kriegen auf jeden Fall Wolle. Das ist jetzt, was ich noch nicht verkauft habe, aber man sieht es, es gibt hier keinen Mist. Also ich sehe hier keinen Mist und das hier ist ja auch kein Mist, das soll Stroh sein. Also ich bin da ein bisschen, ja, unschlüssig. Nicht, dass es jetzt irgendwie, ich sag mal, kriegsentscheidend ist, aber ja, deswegen steht jetzt hier dieses Teil so als Misthaufen, als Mistplatte, weil ich gehofft habe, dass hier dann eventuell Mist reinkommt, mit dem wir dann arbeiten können. Okay, also... Das, wie gesagt, dazu, was wir hier mit dem Feld anfangen und überhaupt und sowieso und drumherum. Schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn ihr vielleicht auch eine Idee habt. Denn unabhängig mal davon haben wir ja auch immer noch dieses Feld oder die Idee gehabt, dass wir hier oben mit diesem Grundstück arbeiten und dann hier oben halt vielleicht eine große Wiese mit einer Viehwirtschaft. Aber das ist hier jetzt mehr ein normales Feld, ja, was ein bisschen am Hang ist. Aber da können wir natürlich auch andere Dinge tun. Und ich fände das eventuell schon spannend, wenn wir hier dieses ganze Ding hier bearbeiten würden zu einer großen, großen Wiese und dann hier wirklich hier tatsächlich praktisch mit so einem kleinen Aussiedlerhof arbeiten und dann hier wirklich reine Wiesen oder Graswirtschaft machen mit den richtigen Berggeräten. Das fände ich doch irgendwie auch ganz spannend und würde hier ganz, ganz gut zur Map passen. Und im Nebeneffekt würden wir tatsächlich hier, denke ich, diesen Bodenwert endlich auch ein bisschen in die Höhe treiben. Hier auf unserer wunderschönen Alpenmap Neu-Midibrunn. Und wir sind ja mittlerweile in Folge 70. Das ist jetzt schon die 70. Folge. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch für euren Support. Freut mich, dass der Kanal langsam, aber sicher und stetig wächst. Also vielen Dank euch dafür, für euren Support. So, jetzt wollen wir mal kurz an den Hof springen und mal schauen, was wir hier noch machen können. Aber ich glaube viel mehr als hier den guten Charlie. Und ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt hier eigentlich der Fressnapf? Ups. Ah, jetzt... Fressen abfüllen und theoretisch müsste er jetzt kommen. Den wollte ich nämlich gerne noch begrüßen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben hier eigentlich soweit alles erledigt. Die Tierchen sind gefüttert. Die Schweinchen sind gefüttert. Ich habe hier Wasser reingemacht in unser Gewächshaus. Das läuft auch. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Witziger kleiner Nebeneffekt. Man kann den Salat tatsächlich dann die Paletten hier reinwerfen in das Silo und anschließend tatsächlich... den Salat dann mit dem Kipper wegbringen. Sieht irgendwie lustig aus, aber naja, macht die Arbeit auf jeden Fall etwas geschmeidiger, etwas einfacher. So, da ist der Charlie. Ja, gut geht's. So, also wie gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, so viel gibt's gar nicht mehr zu tun. Springen wir einfach in den nächsten Monat. Spulen wir ein wenig vor. Und dann könnten wir nämlich schon in die Aussaat gehen, so viel ich weiß. So, also ab geht's. Und ich denke, 8 Uhr sollte eigentlich reichen im nächsten Monat. Und so nimmt doch hier die Sache langsam Form an. Und wir haben auf jeden Fall ein bisschen Pläne für die Zukunft, worauf wir hinarbeiten können. Jo.
So, bei den Gebrauchtgeräten gab es nichts Interessantes, aber jetzt schauen wir mal gleich rein. Oh, es liegt immer noch Schnee. Ist irgendwas Interessantes dabei? Krone Profiliner, das ist, glaube ich, mit Autoload, aber das sehe ich jetzt hier noch nicht von der Größe her. Da kommen wir auch so noch zurecht. Und auch was das Thema Transport angeht, habe ich da noch ein paar andere Geräte installiert. Und der hier ist eine Scheibenegge. Nee, glaube ich, brauchen wir auch nicht. Also da ist jetzt nichts Interessantes dabei. Okay, es ist März, es liegt noch Schnee. Jetzt müssen wir mal reingucken, wie sich das hier mit dem Wetter verhält. Okay, 8 Uhr, 10 Grad, 11 Uhr, 11 Grad. Also es wird wärmer und theoretisch müsste jetzt bald diese Schneeplatte hier, die Schneeplane verschwinden. Oh, da ist ja richtig viel Schnee. Sehr schön. Okay, was können wir machen? Schon wieder falsch. Was können wir jetzt machen? Wir könnten ansehen. Weizen, Gerste, Hafer, Sonnenblumen. Mais können wir noch nicht ansehen, weil wir haben ja zwei Felder. Wir haben zwei Felder hier oben. Das Feld Nummer 25 ist für unsere neuen Feldfrüchte. So aus dem Premium. Und das Feld Nummer 4 und das Feld Nummer 2, die sind eigentlich soweit vorbereitet. Da könnten wir ansehen, wenn wir was ansehen wollten. Ja, der Punkt ist ja, wie gesagt, der auch, wenn wir dann hier oben tatsächlich ein großes Grasfeld machen, dann ist es jede Menge Gras, dann könnten wir hier natürlich auch eine Silageproduktion machen und Silage eben dann für den Winter produzieren. Und dann könnten wir zum Beispiel das Feld 13, was ja im Moment ein Grasfeld ist, natürlich anderweitig dann wieder nutzen. Das Feld 12, das reizt mich eigentlich auch so ein bisschen. Ja, das wäre auch natürlich jetzt auch vom Ertragspotenzial interessant. Was soll es denn kosten? 140. Was haben wir denn da jetzt drauf? Ups. Was haben wir denn da drauf? Hafer ist da drauf. Okay. Naja, warten wir mal ab. Okay, Feld Nummer 4, Feld Nummer 2. Wie sieht es denn aus? Ist überhaupt schon was erntereif? Nee, kann eigentlich nicht sein. Ne? Nicht im Winter, wenn noch der Schnee liegt. Was könnten wir denn jetzt aussehen? Sonnenblumen, Mais. Wir müssen auf jeden Fall Mais aussehen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Eventuell dann auf dem kleineren Feld. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ah nee, wir haben ja auch gesagt, wir wollen ja das Grasfeld, das große, abernten. Und eins, das Ackergrasfeld. Das war ja die Idee hier, die 7 als Ackergrasfeld dann für Kartoffeln. Was aber eigentlich gar nicht mehr so notwendig wäre, weil wir haben ja mittlerweile Kartoffeln und Zuckerrüben für unsere Schweine eigentlich genügend eingebunkert. Und die 8, da würde ich gerne Mais drauf packen, wenn wir das Grasfeld abgeerntet haben. Und Mais können wir uns ja bis zum Mai Zeit lassen. Okay, das müsste eigentlich soweit passen vom Plan her. Also könnten wir ja Sonnenblumen aussäen. Und Sonnenblumen haben wir, glaube ich, nirgends auf dem Schirm, oder? Sonnenblumen, ja, haben wir auf unseren Feldern nicht. Also, dann schnappen wir uns mal, dumm, die Einzelkorn-Sämaschine. Und das müsste die auch sein. Denke ich doch richtig, oder? Der Kuhn, natürlich. So, was brauchen wir denn da an PS? Augenblick, dann schauen wir mal hier. Die Kuhn braucht 100 PS, also das machen wir hier mit dem Kleinen. Mit dem Kleinen, naja, mit dem Waltra. So, wo ist er? Wo ist der Waltra? Aber jetzt muss ich echt mal gucken. Können wir überhaupt aussehen? Ich meine, wenn hier der Schnee liegt, wo ist der Kleine? Wo ist denn der Waltra da drin? Aber wir können eigentlich auch den Fendt nehmen. Ne? Wir nehmen den Fendt. So. Huch. Erstmal hier den Wagen, den Futtermischer abhängen. Da ist noch ein bisschen Material drin. So, jetzt ist echt die Frage, können wir überhaupt säen, wenn hier noch Schnee liegt? Ich bezweifle es. Ei, den Ei. Aha, der rüttelt aber hier über den Schnee. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Macht eigentlich keinen Sinn. Deswegen würde ich fast vorschlagen, wir spulen ein kleines bisschen heute am Tag. Sudele. Genau, dann füllen wir aber erstmal auf, beziehungsweise wir warten mal hier drin. Und dann würde ich einfach mal ein bisschen hier mit der Zeit spulen.
Schub, schub. Und dann gehen wir einfach mal auf 30. Ja, oder vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. So. Weil eigentlich sollte ja der Schnee schmelzen. Tut sich was? Es tut sich noch nichts. Also von den Temperaturen 10, 11, 12 Grad sollte doch jetzt hier was passieren, oder? Okay. Also ich denke, wir spulen mal im Zweifel bis 14 Uhr. Da hinten tut sich doch was, oder? Ja, das ist jetzt der Schatten. Ah, jetzt. Jetzt verschwindet es. Gut. So, dann gehen wir wieder zurück auf... Ja, machen wir 2 Minuten, weil wie gesagt, 11.56 Uhr, so viel haben wir ja nicht zu tun. Dann schauen wir mal, wo wir noch ein bisschen Material haben. Saatgut, das ist Kalk. Ich denke, das ist Kalk. Da haben wir Pestizid, Herbizid. Ich glaube, wir haben nirgends was, gell? Nee, ich glaube, wir haben nirgends was. Dann laden wir oder füllen wir mal hier auf an unserer Füllstation. Befüllung, das war Dünger. Okay. So, wie kriegen wir denn jetzt... wie kriegen wir denn jetzt hier geschmeidig? Aufklappen, senken, anschalten, Saat wählen. Ja, man kann hier jetzt keine Deckel aufmachen. Da müssen wir ein bisschen... Ah, jetzt hat das gefüllt. Sehr gut. Sonnenblumen. Dann stellen wir gleich mal um auf Sonnenblumen. Und dann fahren wir zu Feld Nummer 4 und dann geht's los. Dann beginnt wieder die Feldarbeit fürs neue Jahr. Es ist der März. Und wir haben wieder ein bisschen was zu tun. Wir hätten eigentlich auch vordüngen können. Haben wir eigentlich das Feld vorgedüngt? Ich weiß es gar nicht. Wir könnten ja spaßeshalber noch ein bisschen Mist ausbringen, damit wir nicht so viel Kunstdünger rausbringen müssen. So, Augenblick. Hier schauen wir mal ganz kurz. Das ist unser Grasfeld. Ist erntereif, erste Wachstumsstufe. Das heißt, da können wir dann nächsten Monat loslegen. Da drüben haben wir das Ackergras oder das Ackergras hier auch. So. Gepflügt haben wir ja das Feld. Jetzt schaue ich erstmal, wie es aussieht mit... So, wie es denn aussieht mit dem Stickstoff. Ja, da ist gar nichts drauf. Da ist gar nichts drauf. Dann bringen wir den erstmal ein bisschen zur Seite. Dann würde ich nämlich erstmal mit dem Valtra... Quatsch, mit dem Lambo. Mal gucken. Ich glaube, Gülle brauchen wir. Beziehungsweise Gülle haben wir jede Menge. Wir schauen mal kurz. Gülle. Schon wieder. Doch, richtig. Wir werden es hier finden. Stroh. Und da unten müsste doch jetzt kommen. Genau, Gülle 89.000. Dann können wir das Feld erstmal vordüngen. Denn die Saatmaschine, die Einzelkorn-Saatmaschine, hat ja auch Dünger und düngt damit und dann sparen wir ein bisschen Geld. So. Da müssen wir uns dann auch mal demnächst ein bisschen verbessern, also 8200, also langsam werden unsere Felder ja auch ein bisschen größer. Und da müssen wir jetzt auch mal schauen, dass wir da demnächst eine, ja vielleicht haben wir ja wieder Glück, beim Gebrauchtwarenhändler, dass wir da natürlich dann auch mal eine bessere oder größere Gülle-Anhänger bekommen.
So, Dele. Jo, ja, dann wie gesagt bin ich mal gespannt auf eure Meinung, wie wir da vorgehen sollen. Also wie gesagt, ich denke die Idee, dass wir das Holz jetzt einmal fällen, dann das Feld plan machen sozusagen, richtig bearbeiten. Und mit richtig bearbeiten heißt halt wirklich ein Feld anlegen mit Pflügen, volles Programm, damit wir den Bodenwert nach oben kriegen und dann eben ein schönes Grasfeld. Das könnte ich mir gut vorstellen und dann machen wir da richtig schön, ja, eine andere Option wäre natürlich auch, das müsste ich auch mal gucken, ich glaube, ich habe so eine Mod, so freie Wildbahn will ich jetzt gar nicht sagen, aber praktisch so eine Kuhweide, eine reine Kuhweide, da könnte man dann auch mal gucken, wie man damit umgehen, ob man damit auch irgendwie arbeiten kann, dass man eine Kuhweide dort vielleicht am Hang hin macht. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was mir da so einfällt oder was ihr auch dazu schreibt, ob ihr Ideen habt. Wie gesagt, immer dran denken, auf der Playsee habe ich natürlich nicht jeden Mod. So, und da müssen wir einmal runterfahren. So, Dille. Da habe ich leider nicht jeden Mod, aber da können wir natürlich mal ein bisschen was probieren. Dann würde ich natürlich auch die Hackschnitzelfabrik, die Hackschnitzelstation auch einstampfen und verkaufen. So, haben wir jetzt hier Fruchtzerstörung? Nee, ich glaube noch nicht. Das ist das Ackergras, das dürfte überhaupt noch nicht so weit sein. So, dann fahren wir hier nochmal hoch. Der ist gleich leer, der Tank. So, da passen wir gut rein, glaube ich. Ja, dann machen wir hier noch ein bisschen manuell, holen die nächste Fuhre. Jetzt ist er leer. Und wenn wir ihn starten, dann können wir beginnen, mit dem Fendt hier über das Feld zu fahren. So, ich glaube, diesmal gehe ich aber nicht bei den Kühen die Gülle hole, sondern wir schauen mal, was denn unsere Schweinchen mittlerweile an Düngestoff für uns hier produziert haben. Ja, und die nächste Option ist ja, wie gesagt, auch mal zu überlegen, ob wir eventuell hier auf unserem Hofgelände, auf unserem Erweiterungsgelände, eventuell da eine kleine BGA platzieren. Das wäre natürlich auch eine Option. Aber die müssten wir selbstverständlich auch füttern. Aber da wäre natürlich dann auch die Überlegung, mal langsam aber sicher Mais zu häckseln. Das wäre mit Sicherheit auch mal spannend. So, müsste man natürlich dann gucken hier auf welchen Feldern. Weil da müssen wir dann schon ein bisschen auch eine Größe haben. Aber das Feld, wo wir ja jetzt den Mais auch anbauen wollen, kommen wir hier rum? Nein, da kommen wir nicht rum. Dann fahren wir so. Würde sich zum Beispiel anbieten. So, jetzt mache ich das ein bisschen vielleicht umständlich, aber so kommen wir auf jeden Fall hier aus unserem Hof raus. Jo, also das wäre nämlich dann auch mal eine Option, mal zu schauen, ob wir da in die Richtung gehen können. Mal schauen, welches denn angenehme größere Felder sind, wo wir dann in Richtung Maishäckseln gehen könnten. Und dann aber würde ich fast sagen, nicht mit Silos, sondern eventuell dann mit dem Göweil stationären Wickler Mais-Silage-Ballen zu machen. Denn der große Vorteil ist natürlich von einem Ballenlager, dass wir dann die Ballen in Anführungszeichen hier aus dem Zähler bekommen. Und dann können wir natürlich sehr, sehr viele Ballen auch produzieren und die dann immer rüberbringen dann zur BGA. Das andere wäre natürlich so eine Mühle hier auch zu pflanzen. Eine Mühle aufzubauen, aufzustellen, mit der wir dann zum Beispiel auch Öl produzieren könnten. Jo, also die Ideen vieler gibt es oder Ideen viele habe ich hier und wir müssen mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Aber mit den 668.000 haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Möglichkeiten und
Die Fichten, wenn wir die erstmal geerntet haben, wenn die voll ausgewachsen sind hier mit ihren 35, 36 Metern, da bin ich mir auch relativ sicher, dann kriegen wir hier auch richtig Geld an den Start. Also für dieses Jahr steht vieles, vieles an. Jetzt erstmal der Fendt. So, kommen wir da oben noch, bevor der wendet? Ach, das schaffen wir doch, oder? Sehr schön, sehr gut. So, wir gehen auf Sonnenblumen. Und los geht's. Und, yep, er sät aus. Und so wie es aussieht, muss er gar nicht allzu viel düngen. Ach, wir haben sogar fast zu viel drauf. Okay, okay, okay. Soll mir auch recht sein. Dann schicken wir den mal los mit dem Helfer. Und ich bedanke mich an der Stelle wieder mal recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir spielen die wunderschöne Alpenmap hier, Neu-Mini-Brunnen. Und bei uns geht es jetzt wieder hier richtig los mit der Feldarbeit, mit dem neuen Jahr. Wir sind im März und ich freue mich schon auf euch in den nächsten Folgen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und ich sage wie immer, tschüss, tschau, cheerio, bis zum nächsten Mal.